Nachhaltigkeit bedeutet für uns bei Vago nicht nur Qualität und Langlebigkeit, sondern auch Innovation. Und unser Ziel ist es, mit neuen Technologien natürliche Ressourcen zu schonen und einfach mal komplett alternative Wege zu gehen. Deshalb haben wir unseren Klassiker, die Originalklemme der Serie 221 in Orange, im Sinne der Nachhaltigkeit neu gedacht und die Vago Green Range der Serie 221 entwickelt. Mein Name ist Maike Beimstroh und ich arbeite als Produktportfolio-Managerin bei Vago. Und ich bin Sina Klus und ich bin Channel-Managerin bei Vago. Gemeinsam haben wir 2021 den Anstoß für die Vago Green Range der Serie 221 gegeben. Ja, auf die Idee sind wir während eines Uni-Projekts gekommen und es ist jetzt ein großartiges Gefühl, das Ergebnis endlich sehen zu können. Von den technischen Eigenschaften und Anwendungsbereichen ist sie identisch zu unserem Vorgänger, nur eben nachhaltiger. Und wie die Vago Green Range Serie 221 produziert wird, das schauen wir uns heute Schritt für Schritt an. Bisher haben wir nur Kunststoffe verarbeitet, die aus fossilen Rohstoffen hergestellt werden. Das Besondere an der Vago Green Range ist, dass wir nun Kunststoffe beziehen, der teilweise aus biozirkulärem und recyceltem Material besteht. Unser Anspruch ist es, in der Produktion auf neue Technologien zu setzen, um bereits bestehende Rohstoffe im Kreislauf halten zu können. Denn nur so können wir endliche Ressourcen, wie zum Beispiel fossiles Rohöl und Kunststoffen, schonen und wiederverwenden. Aus diesem Grund stellen wir unsere orangefarbene Klemme der Serie 221 schon seit vielen Jahren anteilig aus internem Recyclingmaterial her. Dafür sammeln wir zum Beispiel sortenreine Produktionsreste wie Angüsse und auch Teile vom Anfahren der Spritzgussprozesse und verarbeiten sie dann in einem aufwendigen Verfahren zu Regranulat, das wir in der Klemmenproduktion wiederverwenden. Kunststoffe bestehen normalerweise aus Kohlenstoffketten, die ganz natürlich vorkommen. Und die leider häufigste Quelle dafür ist unser Erdöl. Man kann diese Kohlenstoffketten aber auch woanders finden, nämlich wenn wir unseren bestehenden Kunststoffmüll nutzen. Den können wir natürlich in der Form nicht in der Produktion verwenden, aber wir können die dafür nutzbaren Teile des Mülls extrahieren und chemisch zu neuwertigem Kunststoff verarbeiten. Diese Technologie heißt dann Depolymerisation. Und genau diese Upcycling-Technik verwenden wir bei unserem grünen Hebelmaterial. Basis für diese aufbereiteten Kunststoffe ist Post-Consumer-PET-Abfall, also Einwegflaschen aus Plastik. Diese werden gesammelt, gesäubert und geschreddert. Und anschließend werden die Flakes neu zu Polybutylentereftalat polymerisiert. Der zertifizierte Anteil des recycelten Materials bei unserem grünen Hebel liegt bei mindestens 27%. Zur Vago Green Range der Serie 221 gehört natürlich auch das Isolationsgehäuse. Und bei dem Material verfolgen wir allerdings einen anderen Technologieansatz. Hier stammt ein Teil des Polycarbonats aus sogenannten biozirkulären Quellen. Das sind wiederum Produkte, die aus biobasierten Reststoffen recycelt werden. Im Fall des Polycarbonatmaterials für die Vago Green Range geht es um biologische Reststoffe wie zum Beispiel Tallöl, Altfett und Rückstände aus der Herstellung von Speiseölen. Diese werden durch clevere technische Verfahren aufbereitet und können dann so sinnvoll weiterverwendet werden. In unserem Fall besteht das Isolationsgehäuse bis zu 77% aus biozirkulärem Material. Dadurch, dass wir einen Teil der fossilbasierten Rohstoffketten ersetzen, sparen wir auf Materialebene bis zu 87% CO2-Äquivalente ein. Zwei Drittel des gesamten Kunststoffs unserer neuen Vago Green Range bestehen damit aus nachhaltigeren Materialien im Vergleich zu unserer Originalklemme der Standardserie 221. Und ich muss zugeben, es ist ein großartiges Gefühl, diese neue Klemme in der Hand halten zu können, denn sie bringt uns einfach einen großen Schritt weiter in Richtung einer grüneren Zukunft. Deshalb sollten wir alle damit anfangen, heute mit morgen zu verbinden. Ganz gleich, ob wir als Unternehmen Vago oder Sie als Geräteentwickler, als Bauherrin oder als Elektroinstallateure auf der Baustelle. Jeder von uns kann einen Beitrag zum großen Ganzen leisten.
Ganz nach unserem Credo, nothing is too small to have an impact.